Achso, wir sind überladen. Wir sollten ganz kurz recyceln, damit wir uns hier nicht verkrüppeln. Divers. Portable Workbench. Lässt sich leider nicht auf ein Hotkey setzen. Was für eine Frechheit. Nein, stopp, eine Sekunde bitte. Ich muss vorher meine Flaschen aussortieren. Da ist Pfand drauf. Wir brauchen alles. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Nehme ich. Wir sind zu voll. Schande. Oh, Backe, Mensch. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück zur Kneipe zurückschleichen. Gehen. Flanieren. Aber das kann ja auch mal ganz schön sein, ne? Wenn das Wetter stimmt, wie an diesem heutigen wunderbaren Tag in London, die Sonne scheint, es sei denn, oh mein Gott, was steht denn da? Eine Portable Workbench? Das gibt's ja nicht. Wart ihr das? Wie habt ihr das hinbekommen? Oh mein Gott, ich dachte, das wäre hier gar kein MMO. Und siehe da, zack, schon, können wir wieder. Oh, stimmt, wir müssen aufpassen. Die Flaschen wollen wir ja behalten. Oh, das ist ein bisschen Fummelarbeit jetzt. Aber ich habe dafür auch schon eine Idee. Aber es funktioniert nur, wenn wir einen weiteren Inventar haben in der Nähe. Eine Sekunde. Heb mal bitte ganz kurz die Portable Workbench auf. Und du, Keule, Mensch, du Keule, du trägst mal bitte ganz kurz meine Flaschis. Aber nur ganz kurz, ne? Nicht, dass du hier meine Flaschis verschwinden lässt. Das muss nicht sein. Flaschi, Flaschi, Flaschi. Und das müssen wir in Zukunft öfters machen, weil wir haben zwei Möglichkeiten mit der Portable Workbench, Schrott zu zerkleinern. Entweder alles oder spezifische Gegenstände. Also entweder sagen wir, zerlege alles, würden auch die Flaschen zerlegen, wenn sie in unserem Inventar sind. Oder wir müssen alles außer die Flaschen hier separat anklicken. Da geht es doch schneller, wenn wir ganz kurz die Flaschis irgendwo zwischenlagern. Dann die Portable Workbench hier hinstellen. Mhm, plock. Oh, sieht das cool aus. Und jetzt einfach alles zerlegen. Plock, ja. Wir wollen. Das ist auch die neue Version von der Mod. Die vereint alles, außer Power Armors überarbeiten. Aber hier gibt es ja keine Power Armors. Das ist ziemlich cool. Also wir könnten jetzt unterwegs Drogen kochen. Kochen im Allgemeinen und unsere Waffen überarbeiten. Was sehr, sehr nice ist. Aber Muni können wir keine herstellen, ne? Stimmt. Ging das überhaupt in London? Ich glaube, da bräuchte ich noch eine weitere Mod. Ja. Stimmt. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Welding Eye Shield? Bringt das was? Ja, Wahrnehmung. Oh, aber auch diese Maske bringt uns Wahrnehmung plus 1. Das ist ja cool. Brauchen wir sowieso beides für die Sammlung. Nehme ich jetzt mal mit und dann muss ich mich nach einer Mod umgucken, durch die wir dann Munition herstellen können. Für mich ist das sehr immersiv. Ich denke für euch auch. Drogen. Claryroid. Heroroid. Nein. Oh, hier. Eine Sekunde. Held und Hypo. Verlangsamte Zeit. Und mehr Schaden. Psychojet. Ja, klassisches Psychojet. Ist schon cool. Kann man eine Menge mit anfangen. Aber ich behalte jetzt erstmal ganz kurz die Drogen separat. Und dann gucken wir weiter. So. Verlassen. Aufhebe. Und die Flaschen wieder einstecken. Damit wir sie später bei Nadja zu Geld machen können. Ist das cool. Und schon haben wir wieder Tragekapazitäten. Nicht die Welt, aber immerhin. Cool. Alles ein bisschen kleiner geworden. Das machen wir auch mit dem kompletten Schrott aus unserem Ascher. Bis wir dann eine eigene Siedlung haben. Gut, die neuen Masken bitte ausprobieren. Unsere aktuelle Maske bringt uns keine Wahrnehmung. Oh, aber radioaktiven Schutz. Und ein bisschen Ballistoschutz oder physischen Schutz. Aber das Ding hier bringt uns plus 1 Wahrnehmung. Zeig mal bitte. Verfluch nochmal. Ja, wie bei Cyberpunk. Und wenn irgendwo Strahlung auftaucht, dann würden wir wechseln. Und das hier? Oh, Backe, Mann, das wird ja immer besser. Ist ein bisschen glitchy jetzt in Kombination mit unserem Brustpanzer, mit unserem Harnisch.
Aber trotzdem sehr cool. Vielleicht im Wechsel. Wir haben ja jetzt ein paar Drake-Kapazitäten mehr. Erstmal die Cyberpunk-Maske. So cool. In Kombination mit dem Hut. Ich werde ja nicht mehr. Wir können weiter. Kuppel und dann das Schiff. Ach nee, wir müssen sowieso in die Kuppel rein, ne? Hm, richtig. Wegen der Aufgabe. Dann machen wir jetzt das Schiff. Haben wir genug Muni? Ich würde mal sagen, ja. Aber wir könnten ein bisschen mehr Energie vertragen. Nuka-Cola, sofort. Man möge es mir einverleiben. Ja, gespeichert. Du spürst das Koffein. Das will ich doch wohl hoffen. Wobei, ich habe ja auch ein bisschen Koffein stehen. Gönne ich mir jetzt mal eben. Kann nur besser werden. Ah, schön. Na, Yuji. Da stehen sie schon. Ist nicht so cool wie beim letzten Mal. Also es ist nicht dunkel und es regnet nicht. Aber das hilft ja auch uns, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Alles cool. Erstmal sondieren. Oh, da sind noch mehr, ne? Sind die auch böse? Sind das? Na, sind das? Sind das auch die Konsorten? Ja, das sind sie. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier lang, also hier rüber schieße, dass irgendeine unsichtbare Objektgrenze den Schuss vereitelt. Aber das werden wir ja gleich feststellen. Plock, nice. Und dich noch. Oh, hat nicht gereicht. Wie bitte? Frechheit. Oh. Geschütz und die Kiste dürfen wir nicht vergessen. Es geht los. Verdammt nochmal, es geht los. Den Lauf. Pi mal Daumen den Lauf. Der trifft ja gar nicht. Ist da was drinne? Nee. Waren wir da schon dran? Ne? Ich habe es im Eifer des Gefechtes vergessen. Verlegt habe ich es. Na ihr wisst gar nicht, von wo das kam, ne? Übel. Aber das Fadenkreuz ist wirklich sehr, sehr dünn. Wirklich dünn. Vielleicht gibt es da später mal andere. Na, was ist denn hier los? Was ist denn? Ja, aber wirklich, ne? Ist sehr dünn. Aber trotzdem haben wir dich erwischt, du Schlawiner. Und beim zweiten, falls einer nötig ist, reicht ein Bodyshot. Ein schöner, saftiger Bodyshot. Aber es ist nur tagsüber so schlimm mit dem Fadenkreuz. Und wenn man zwei Tageslichtlampen anhat. Eine ist bei mir noch an. Bei zwei ist nahezu unmöglich, das Fadenkreuz zu erkennen. Oh. Ula! Sauber! Also der erste war schon ein Kopftreffer, ne? Aber hat halt nicht gereicht. Er hat nicht wirklich als kritisch gezählt. Wir haben uns vor kurzem darüber auch in den Kommentaren unterhalten. Hier wird trotzdem noch gewürfelt, obwohl wir manuell schießen. Das ist auch ganz gut so. Das macht Fallout London viel mehr zu einem RPG. Das ist ja der ursprüngliche Kerngedanke von Fallout. But anyways, Fokus! Fokus! Komm her, du Ratte! Ich glaube, wir haben es fast, ne? Zeig mir dein Köpfchen und ich erlöse dich von all deinen Qualen. Nice! Nice! Das hat ein Speichern verdient. Oh. Ja, Speichern, würde ich mal sagen. Gibt es hier noch irgendwelche Kisten oder so? Vorsichtig. Vorsichtig. Wir infiltrieren. Das Schiffchen. Schande, Mann. So ein atmosphärisches Spiel. Erstmal die da hinten. Und die Gasse. Hier könnte auch noch wichtiger Kram liegen. Tenef. Und vielleicht ein bisschen Tent. Oh, sag ich doch. Was haben wir denn hier? Feines leere Sprühdose. Überrascht von der Apokalypse. Beim Graffiti machen. Kommt da noch wer? Da können wir ja rein. Das ist ja super. Ich glaube, das hatte ich auch noch alles in den verlorenen 2 Stunden gemacht. Kein Hundefutter mehr. Nein. Nein, ich möchte nicht abhängig werden. Aber wir könnten die Planke kurz aufheben, damit wir Plankenmunition bekommen. Aber ich glaube, wir haben genug. Ist hier noch was? Hier, eventuell, schön wetzhämmern. Na? Kann ich hier rüber? Muss ich wieder rum? Nehmen wir jetzt mal ganz kurz mit. Oh, da können wir auch rein, ne? Gucken wir uns gleich an, bevor wir dann dem Questmarker folgen und runtergehen in die Tunnel der Verderbnis. Gut, ich glaube, ist sauber. Wir können den Kram einpacken. Oh, Muni. Muni. Und ein biometrischer Scanner. Hier noch was? Irgendwas von Relevanz? Nö. Na dann. Fake Door.
Ich meine, ein gutes Versteck wäre es ja gewesen. Juet. Ihr Schlawiner, ihr? Nein. Ist gut. Wir brauchen jetzt keine weiteren Uniformen. Ja. Schlagring. Eine Sekunde, haben wir den schon? Ich scroll die Tabelle durch. Schlagring. Ja, haben wir schon. Aber lohnt sich der zu verkaufen? Ja, absolut. Kippen. Und die Mütze. Die sowieso. Absolut. Und dann gehen wir an Bord. Dosen. Und ein Dreispitz. Nimm mit. Die Hüte alle mitnehmen. Wobei, das Klemmbrett können wir auch gut gebrauchen. Können wir jetzt klein machen. Roter Teller. Den ebenfalls. Mit unserer Portable Workbench. Melone, Kreuzschlüssel, Kippen, Mütze. Aber was ist mit Moni? Ach ja, stimmt. Alle Gewehre aufheben. Alles. Aber ich sehe hier gerade keine. Hätten sie welche gehabt, hätten wir sie jetzt über ihre Körper mit aufheben können. Und dieser Schädel war nicht lootable. Aber hier ist Moni. Ein bisschen zumindest. Frechheit. Also wirklich kindergerecht. Ist das noch essbar? Ja, ein Happy Meal. Wie gut. Dreipoliger Stecker. Naja, gut. Und die Pistole und den Eimer. Alles. Nimm es mit. Safraneis. Safraneis? Wie sieht denn das aus hier? Apeksche. Ach, Reis. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist doch gut. Hört doch mal auf zu lachen. Aber wäre vielleicht eine Geschäftsidee, hm? Denkt mal drüber nach. Nein, 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 nein. Wir könnten ja jetzt auch die Bowlingkugeln holen. Stimmt. Die können wir jetzt abholen. Und direkt vor Ort können wir die klein machen. Aber hier sind keine Bowlingkugeln. Was für eine Frechheit. Ja, Experte. Leer. Na toll. Und leer. Aber wir könnten sie trotzdem knacken. Aber sie sind zu schwer. Sicherlich auch Experte. Ich mache mir eine Notiz. Plock ist hiermit notiert. Oh, ein Heftchen. Dan Rage. Ihr vierbeiniger Begleiter erleidet dauerhaft 10% weniger Schaden. Was? Wie bitte? Hier gibt's Hunde in dem Spiel? Oh, warte. Aber das meinte ich mit, dass wir ein Stückchen die Story spielen sollten. Also ich hoffe, dass ich es gemeint habe und dass das nicht irgendwie in den 2 Stunden verloren gegangen ist. Achso, wir sind überladen. Wir sollten ganz kurz recyceln, damit wir uns hier nicht verkrüppeln. Divers. Portable Workbench. Lässt sich leider nicht auf ein Hotkey setzen. Was für eine Frechheit. Nein, stopp, eine Sekunde bitte. Ich muss vorher meine Flaschen aussortieren. Das Pfand drauf. Alles zerschroten bitte. Danke sehr. Die Flaschen wieder aufheben. Block. Und Pickupen. Sind wir immer noch überladen? Nein. Wir können weitermachen. Das ist schön. Oh, endlich. Endlich, endlich, endlich. Buch brauche ich nicht, ne? Das war nichts wert. Aber Gold. Oh, Schande, Mensch. Nicht schon wieder. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen ganz kurz trotzdem den Schrott wegbringen und vielleicht auch die Knarren verkaufen. Aber schnippel die Schnipp, Schnipp. Ein Schlückchen trinken, damit wir schnell reisen können. Zurück zur Kneipe. Flaschis füllen. Den kompletten Schrott aus dem Ascher nehmen. Alles recyceln. Vielleicht mal ganz kurz gucken, ob wir auf die neue Pistole einen Schalldämpfer ziehen können. Nein. Und für alles andere brauchen wir Waffen, na? Richtig? Nein. Oh, wir können einen schweren Empfänger rauffriemeln. Oder einen leichten. Erhöhen wir dadurch die Schussfrequenzen? Nee. Hier auch nicht. Also entweder schwerer Empfänger oder automatischer Empfänger für einen Revolver. Vollautomatisch. Geringe Reichweite und Schaden. Eine Sekunde. Warte mal, eine Sekunde. Aber ich habe gerade gespeichert. Das probieren wir mal ganz kurz aus. Vollautomatisch? What the heck? Uno secondo per favore. Dienstwaffe. Zeig mal bitte. Wie viel Schuss? 6 Schuss vollautomatisch. Ach so, der zieht dann einfach nur automatisch durch. Nee. Nee, 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 nee. Da nehme ich lieber den schweren Empfänger. Vorbei. Brauchen wir die Pistole dann überhaupt? Nur für diese Munitionskategorie.
Aber eigentlich auch wieder nicht. Aber wenn wir sie benutzen würden, dann würden wir den schweren Empfänger, Receiver, bevorzugen. Auch wenn wir dann öfters klicken müssten. Aber 81 Schaden? Ist ja crazy. Ansonsten nichts weiter, ne? Nichts ohne, wofür wir Waffen da bräuchten. Richtig. Ja. Nee. Wir bleiben mal bei Little Flitzer als unsere Pistole. Gut, okay. Eingesteckt. Schrott ablegen. Waffen in die Waffensammlung. Wassermanagement. Nadja. Bierchen schlürfen. Mit Nadja handeln. Oh, sie hat ein gutes Stück Brustrüstung mit Taschen behandelt, Lederrüstung, Harnisch, 9,17 und halt eben die Taschen. Und wir haben 6,4. Nee, dann nehme ich doch hier auf jeden Fall das mit. Bruststück verkaufen und dann behandelt mit Taschen, Lederrüstung, danke sehr. Großartig, den Rest nicht so. Jetzt noch Munition. Und dann sollten wir hier komplett auf unsere Kosten gekommen sein. Aber sie hatte nicht so wirklich die passende Muni. Ich nehme jetzt mit die Schrotpatronen und die 9mm. Kann man nie genug haben. Plock. Aber ich hätte schon ganz gerne eigentlich noch etwas Scharfschützen-Muni. Weil wir davon echt nicht mehr viel haben. 11 Schuss, das ist nicht viel. Nadja, ich muss ganz kurz 6 Stunden hier angetrunken auf diesem Stuhl sitzen. Es wäre ganz toll, wenn du dann in 6 Stunden ein bisschen Scharfschützenmuni hast. Na, wie sieht's aus? Hallo. Klappe die zweite. Ich weiß nicht, ob ich noch betrunken bin, aber ich glaube nicht. Ansonsten wäre hier unten ein Symbol. Zeig mal bitte. Ja. Nein. Wie bitte? Sie hat gar nichts dazu bekommen. Müssen wir wahrscheinlich akzeptieren. Vielleicht klappt es nicht immer. Dann wären wir hiermit fertig. Aber ich würde vorschlagen, dass wir... Ach naja, gut. So super wichtig ist das Entstrahlen jetzt auch nicht. Ich schlürfe lieber eine Cola. Und dann stürzen wir uns wieder in die Action. Wir wollen zurück zum Boot. Haben wir einen Schnellreisepunkt zum Boot? Ach ja, stimmt. Oh mein Gott. Aber vorher müssen wir noch mal ganz kurz hier hin. Ihr habt mir da was in die Kommentare geschrieben. Es ist zwar schon Wochen her, also wegen der Zeitdilatation in Bezug auf die Urlaubsvorproduktion, aber ich möchte das hier gleich in die Tat umsetzen. Und zwar, oh, ist hier einer? Hier drüben ist da ein Baum, mit dem wir vielleicht da hoch können. Nicht so wirklich, schade, aber ich hab's probiert. Vielleicht liegt es auch an mir. Es ist gut möglich. Nicht möglich. Also. Okay. Hätten wir hiermit ausprobiert. Vielleicht ein andermal. Ich lasse es auf der Liste. Zurück zum Boot. Und dann gucken wir uns den Souvenirladen an. Hier gleich um die Ecke. Warte mal. Oh, da ist noch eine offene Garage. Eine Sekunde. Da diesen Souvenirladen. Aber hier ist noch eine offene Garage. Oh. Hungrig und durstig. Oh, come on. Das wäre so nice. Naja, vielleicht irgendwann einmal. In Fallout 5. In einem richtigen Fallout 5. Sie arbeiten daran. Es wird kommen. Wir müssen uns nur als geduldig erweisen. Gut. Das ist schön. Um hier hatten wir schon. Haben wir alles abgeklappert. Aber da drin waren wir noch nicht. In die Hocke mit der Power-Polenta im Anschlag. Na ihr? Oh mein Gott. Ghule? Ich weiß es nicht. Das Licht zittert nicht umsonst. Oh! Verflucht doch mal. Ja, Mann. Au. Da kommen sie tatsächlich. Überfall. Schande, 95%. Das muss reichen. Ja, durchladen. Kommen Sie. Hier sind noch mehr. Es kommt bestimmt gleich noch ein Leuchtender. Ich heb mir den Crit auf. Vorsichtig.
Vorsichtig. Vorsichtig. Mhm. Ja, hier ist alles voll Schande, Mann. Schande. Oh, Backe, Mann. Oh, Backe. Ja. 6, 7. Schwarzpulverwaffen. Wir haben sie nicht umsonst gebaut. Die Lasermuskete. Muskelassin. Endlich im richtigen Einsatz. Das mit den Pferden gilt nicht. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Na, na. Oh, können wir durch, ne? Überfall! Was ist das? Was zur Hölle? Oh, oh, da kommt einer. Da kommt einer. Das Ding schießt nicht umsonst. Wie gut. Es ist einfach mal irgend so eine Peripher-Location. Weiß nicht. Nicht runterfallen. Aber ich glaube, das Loch war auch zu klein. Na! Oh! 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 Wie bitte? Auf die Distanz? 49? Komm mal her! What the heck? Lad nach. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit. Ein klein bisschen. Das dauert ja 100 Jahre. Und das Deep of Field geht Nüsse. Ach, Schande, ey. Dauert das lange. Aber wenn der Schuss sitzt, ne, dann ist vorbei. Okay, muss ich mir aufschreiben. Ist notiert für die Ewigkeit. Nehme ich. Ich glaube, hier unten. Ja, hier unten können wir schon looten. Das sollte kein Problem sein. Mhm. Danke sehr. Flashy. Hammer. Und noch mehr Flashies. Oh, Terminal. What the heck? Was ist das für eine Tür? Einfach mal so. Das ist doch die High-Value-Tür hier. Da bin ich mir sehr sicher. Ich möchte bis hier vorne gelootet haben. Ah! Was zur Hölle? Ist gut jetzt. Kommt her oder lasst es. Haut ab am besten. Ich habe jede Menge Waffen. So, Terminal. Einsteiger. Ach, wie schön er die Waffe sichert, ne? Bevor er sich hier hinsetzt. Klick, klick, klick. Was zur Hölle? Okay. Klammern lösen. Cool bleiben, Leo. Cool bleiben. Daily Business hier in der Postapokalypse von Fallout London. Ich brauche neue... Oh, Schande. Ich habe das Terminal gesperrt. Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen. Wie bitte? Das ist nur ganz kurz gesperrt? Ich dachte, das wäre für immer. Ich dachte schon, ich müsste hier wieder mit der Konsole rumspielen. Aber das ist auf jeden Fall eine Kapitelmarke. Wenn sie nicht Greg sind, verpiss dich von diesem Computer. Hinweis, Kev, melde dich bitte von meinem Profil ab, bevor du deine komischen Nacktmagazine bestellst. Ich will diesen Scheiß nicht sehen. Nachricht von Sean Hunt, gesendet 24.11.2073. Wow, das könnte das bisher größte Terminal in Fallout London sein. Das längste. Der Keller stinkt wie die Pest, überall verdammter Schimmel. Kev meint, Schimmel macht die Drogen sogar stärker, also ich weiß, von wem ich kein Zeug mehr bekomme. Trotzdem ist die Touristenfalle über uns genial, die Polizisten würden nicht erwarten, dass ein Souvenirladen eine Tarnung für unsere Gang ist. Seit Operation Tiber habt ihr euch wirklich gesteigert. Clubs und Kneipen wurden etwas auffällig, aber ja, wir haben uns eingerichtet. Kev kann morgen früh mit dem Kochen anfangen, die Verteilung auf der Südseite sollte in höchstens einer Woche beginnen. Nachricht von Sean Hunt, 25.11. Du blöder Trottel, benutze unsere verdammten Namen nicht per Intramail. Der alte Bill ist der Familie schon auf der Spur. Ich brauche nicht noch mehr Idioten, die uns belasten. Gib meinen Namen so ein, dass sie ihn nicht erkennen, wenn sie unsere Mails überwachen. Also, kommen wir zur Sache. Scotland Yard hat eine Stichprobenkontrolle auf dem verdammten Frachter durchgeführt, der zufällig unsere Drogenlieferung aus den Staaten transportierte.
Wenn man bedenkt, dass wir das Embargo umgangen haben, haben wir uns gut geschlagen. Aber ja, sie konnten es uns nicht anhängen. Aber wir müssen auf der Hut sein. Der Nachschub wird dieses Jahr etwas später folgen. PS, passen Sie auf, dass er keinen Schimmel in die blutigen Medikamente wirft. Okay. Nachricht gesendet an Professor Spark LePants. Jetzt benutzt er einen anderen Namen. 31.11. Fortschrittsbericht vom 1. Januar 2073. So, hab deinen Namen geändert, du verdammtes Arschloch. Meine Güte, wir müssen mit den Medikamenten Vorlieb nehmen, indem wir ein bisschen mehr von Spalte A raushauen und sagen, dass es fürs Erste ein bisschen von Spalte B ist. Der Ausverkauf in der Gegend ist im Gange. Es wird sich wie verrückt verkaufen. Verdammt, es ist leichter zu finden als Essen in den ärmeren Gegenden. Ich melde mich ab. Jährliche Fortschrittsberichte folgen. Nachricht gesendet an Professor Spark LePants, 1.1.2074. Fortschrittsbericht vom 1. Januar 2074. Der Victory Gift Shop hat nicht viel Kundenverkehr, da nicht viele Touristen vorbeikommen. Die meisten Kunden sind Mitglieder von Hilfsorganisationen, die Souvenirs nach Hause schicken. Sollte weiterhin für Geldwäschezwecke ausreichen. Die Drogenverkäufe steigen leicht an. Offensichtlich bleiben einige unserer Hauptverkäufer eine wichtige Stütze für Amphetaminsüchtige. Nachricht an Professor Spark LePants, gesendet 1.1.75, ein Jahr später. Okay. Einige Vertragspartner einer Regierungsfirma, die Atomschutzbunker bauen, ich glaube, wir kennen sie alle, haben im Oktober 2074 unseren kleinen Laden angerufen und erklärt, dass sie uns dafür bezahlen werden, ihnen diesen billigen Scheißladen bis 2077 zu überlassen, um die britische Kultur in einem unserer Bunker zu bewahren. Das Geschäft soll im Februar dieses Jahres abgeschlossen werden und sollte ausreichend Geld einbringen. Die Zutaten, die für den Medikamentenverkauf benötigt werden, werden hier in Großbritannien ohnehin zu teuer. Sie müssen vom europäischen Festland importiert werden. Irgendwie. Wieder ein Jahr später. Die Gewinne der Souvenirläden stagnieren fast. Einige der Hilfsmaßnahmen wurden eingestellt, sollten keinen Grund zur Sorge geben. Die Regierung hat so viel um die Ohren, um sich zu fragen, wie sich ein kleiner Souvenirladen über Wasser hält. Hab einen neuen lokalen Lieferanten für Düngemittel gefunden, den wir für einige unserer Medikamente brauchen. Ich weiß nicht, wie sie in diesem Alter noch Kühe züchten können, aber sie schaffen es verdammt nochmal. Die Inhaltsstoffe für einige der Medikamente sind weiterhin ein Problem. Niemand auf dem Kontinent hat die Ressourcen. Andererseits ist sowieso fast alles in die Luft geflogen. Und wieder ein Jahr später. Und da unten können wir die Tür aufmachen. Fokus. Ich glaube, seit Monaten ist niemand mehr in den Laden gekommen. Meine Güte, wir haben nicht mal mehr jemanden an der Kasse. Das ganze Land ist den Bach runtergegangen. Ich könnte einen Kerl vor der Königin umlegen und nicht mal die Polizisten würden mich verfolgen. Einer unserer Dealer wurde von einem verdammten Gangster abgestochen, weil er sich nicht an die Reparatur gehalten hat. Es ist finanziell nicht rentabel, es zu importieren, also haben wir es nicht mehr. Die meisten Kunden nehmen aufgrund der Beschränkungen, was sie kriegen können. Ich schätze, dieser Kerl war einfach durchgeknallt. Egal, wir haben die Bude jetzt an die Regierungsauftragnehmer verkauft. Die können sie für den Betrag, den sie uns gegeben haben, gerne haben. Aber wer weiß, was für einen Pinderscheiß die da bauen wollen. Also, ich verabschiede mich endgültig. Gott sei Dank dafür. Und nun Trommelwirbel, Tür aufschließen und Kapitelmarke. Vorsichtig, wer weiß, was aus der Tür jetzt gleich rauskommt. Okay, sie wurde einfach nur geöffnet. Gucken wir uns als letztes an. Oh mein Gott. Erstmal oben klar Schiff machen und dann schauen wir weiter. Speicher nicht vergessen. Nicht, dass das Lesen nicht abgespeichert wird. Die Kisten kann man nicht looten. Ich bin so gehypt, was diese verfluchte Tür angeht. Nicht, dass es eine Vault ist. Bitte lass es eine Vault sein. Werden wir sehen. Werden wir alles sehen. Überfall. So, kommen jetzt noch ein paar Ghule oder nicht? Hm? Oder kann ich jetzt hier... Sieht gut aus, ne? Football. Ja, ja, ja. Ey! Wo seid ihr, Jalunken? Ne, haben wir alles schön... Oh. Schön säuberlich ausgeräuchert. Hype! Hype! Tür-Hype. Aber erstmal Loot-Hype. Und dann geht's weiter. Meine Güte, ist das schön.
Aber wir hatten noch Menschen gehört gehabt. Höchstwahrscheinlich üble Menschen. Wir kamen von hier rein. Hier haben wir angefangen. Hier machen wir weiter. Rechts herum. Irgendwo lungen die noch rum. So, nimm alles mit. Die Lampe sponn gerade ein bisschen. Hat ganz woanders hingeleuchtet. Aber das verzeihen wir. Hey. Dieser wunderbaren Lampe. Kickball. Aber diesen Kickball kann ich nicht mitnehmen. Und ein Schachbrett für Moira. Wasser? Nein. Verbrannter Comic. Können wir nicht mit anfangen. Aber mit den Teddys. Wir können sie zu Stoff verarbeiten. Aber immerhin. So, Cricketballgranate. Gucken wir uns gleich alles an. Meine Güte, die Tür. Sie wird alles entscheiden. Und so eine Lampe hätte ich auch ganz gerne. Ja, Kohle. Gerne doch. Klemmbrett. Bobby Pins. Und eine Kaffeetasse. Kaffee. Aber für mich ist leider schon zu spät für Kaffee. Aber morgen. Morgen gibt es ihn wieder. Schwarz und heiß. Haben wir alles. Pi mal Daumen. 75%. Naja, fast. Den Boden auch immer schön absuchen. Da liegt eine ganze Menge immer rum. Gut, wir können sogar noch laufen. Was für eine Frechheit. Ich bin doch gerade durch irgendwas durchgelaufen. Meine ich, mitbekommen zu haben. Naja, wie dem auch sei. So. Okay, wir können. Die Leute sind bestimmt hinter dieser Tür. Ich dachte, wir könnten irgendwie noch nach oben. Es hörte sich zumindest so an. So, und hier haben wir alles abgelootet. Dich brauchen wir nicht mehr. Wir haben unsere eigene Werkbank immer mit dabei. Und dich, dich knacken wir erst später. Wir kommen wieder. Wir haben es aufgeschrieben. Oh! Come on, Mann. Block, du Ratte, du. Die sieben. Es reicht nicht. Also die Zeit reicht nicht. Zum Nachladen. Bevor hier der Nächste ankommt. Verflucht, Mann, verflucht. Mach mal aus. Nee, lass mal an. Erst ballern. Und dann looten. Na. Komm schon, Mann. Irgendwo müsste er sein. Schande. Hier ist bestimmt gleich alles voll. Wir laufen das gleich fein säuberlich ab. Na. Da kommt nichts. Hier geht's ja noch weiter. Schande. Block. Ist tot. Ja. Wie sich das gehört. Haben wir kurze Sekunde zum Durchladen? Ja, hätten wir. Aber Captain Barnaby? Okay. Torso, 95%. Das sollte reichen. Schleichen. Block. Sie kommen. Sie sind hier. Oh, Hundi. Was zur Hölle? Ist das hier unser erster Hund? Kann das sein? Weiß ich nicht. Bring ihn um. 76. Das reicht mir. Oh, Schande. No, ist weiter. Verflucht nochmal. Hilfe. Eine Sekunde. Das kriegen wir alles hin. Little Klöppchen. Und ein bisschen Zeitlupe. Kein Problem. Hält. Ja, hält. Nehme ich. Action. Los. Oh, verflucht, Mann. Ich komme um die Ecke und ihr beschießt mich hier direkt. So krank, Mann. Ist hier noch einer? Irgendwo. Was? Okay, nur den Arm verkrüppelt. Nichts, was ein Stimpack nicht wieder hinbekommen könnte. Und eine Cola hinterher. Okay, sie kommen gleich, ne? Oder? Nö, ist alles cool. Schande, Mensch, war das nice. Schande. Nehme ich. Und gucken. Hier könnte echt wertvoller Kram rumliegen. Zumindest die Leichen schon mal abluten. Kettenhalsband für Hunde. Für unseren zukünftigen Hund. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ticket. Mütze. Militäruniform. Haben wir schon, ne? Ich check die Liste. Militär. Uniform. Ja, nee, warte mal, stopp. Militärmütze haben wir, aber nicht Uniform. Gut. Dann nimm mit. Dann mach nackig. Nehme ich. Pistole mitnehmen, wegen Muni. Aber gleich wieder ablegen.
Es war eine krude Pistole. Diese hier, zu billig, dass wir sie mitnehmen. Eher Birne. Nochmal das gleiche in grün, gleich wieder ablegen. Block. I. Einfach nur I. Gibt es dafür auch einen Schalldämpfer? Das wäre cool. Dann könnte man die ja mitnehmen, beziehungsweise gleich hier vor Ort umbauen, weil wir eine mobile Workbench haben. Endlich. Lange hat es gedauert, aber endlich ist es soweit. Oh, wie schön. Großartig. Vorsichtig. Nee, ist kein Safe im Boden. Es wirkte ganz kurz so. Nein. Nein. Waren wir das? Kann ich mir nicht vorstellen. Der war auch fest. Ich konnte den Kopf nicht aufheben. Ich hatte es versucht gehabt, aber es ging nicht. Du bist eine Schaufensterpuppe. Ich klaue dir deinen Hut. Und diesen Plastikkürbis hält. Oh yeah. Für die nächste Zeitlupenaktion. Hundefutter, lass liegen. Das mag keiner. Ach ja, Durst. Durst, Durst, Durst. Und ein bisschen Essen. Knusprig. Gerne doch. Eichhörnchenbissen. Reicht erstmal, ne? Man braucht es ja nicht übertreiben. Wir wollen hier nicht mit dem Kugelbauch durch die Gänge schleichen. Nein, nein, nein. Das gilt es zu vermeiden. Ja, die ganzen Knochen. Und hier noch ein bisschen. Oh. Oh, wow, 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 wow. Natürlich, war ja klar. Aber dafür haben wir ja was. Machen wir gleich. Erstmal looten wir hier schön diesen Raum zu Ende. Wir sollten auch nicht zu lange überschwer durch die Gegend stapfen. Richtig, damit wir nicht verkrüppeln. Plock. Und dann ganz kurz. Ich brauche einen Flaschenhalter. Einen nahezu leeren Flaschenhalter. Du bist leer. Das ist schön. Du bekommst von uns Flaschis ohne Ende. Flaschen ablegen. Schrott zerlegen. Pick-upen. Kannst du gleich wieder aufheben. Ach, es geht nicht sofort. Wir müssen eine Sekunde schon warten. Und die Flaschis nicht vergessen. Es waren nicht viele. Vielleicht habe ich auch welche übersehen. Das passiert. Selbst den Besten. Danke sehr. Vorsichtig jetzt. Vielleicht mal die Schwarzpulverwaffen durchladen. Sind ja doch recht hilfreich. Zumindest für den Einstieg. Guck mal, das macht er freihändig. Sehr gut, gut zu wissen. Wir können also weiter looten. Gut. Psi-Kräfte. Ist also auch ein bisschen wie Bioshock. Muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Das ist nur Deko-Loot. Deko-Klatter. Ja. Nice. Cool. Wahnsinn, was hier alles rumliegt. Also die Dichte des Schrotts, des Klatters ist schon höher als im Hauptspiel, wenn man nicht eine Mod installiert, die das auch erhöht. Aber das machen wir ja im Hauptspiel. Mütze, gerne doch. Keine Planke. Wir haben genug Plankenmunition. Nice, nice, nice. Es geht weiter. Lasergewehr. Durchladen. Und wenn ich jetzt die Waffe wechsle, gilt das als durchgeladen. Hätte ja sein können, dass man sich da so ein bisschen durchschummeln kann. Na dann nicht. Dann heben wir uns das immer auf fürs Looten. Aber nicht, dass uns jetzt hier einer vor die Flinte läuft. Die nicht nachgeladene Flinte. Aber es ist ein bisschen schwierig. Er wackelt ganz schön. Chirurgenmaske mitnehmen. Ja, ist in Ordnung. Handelsware. Solide Handelsware. Nichts Bedeutendes, aber trotzdem. Irgendwie müssen wir ja Tickets verdienen. Sind sie hier? Schande, Mann. Schande. Nicht cool. Nicht cool. Jetzt kommen sie. Ich habe ein Glück gespeichert. Genau aus diesem Grund. Hallo, Plock, diesmal erwischen wir dich. Zweimal daneben schießen. Ich glaube wohl mal nicht. Aber das passiert auch. Aber das schneide ich dann weg. Na? Wo seid ihr? Haben wir kurz eine Schrecksekunde? Schande, Mensch. Das dauert aber auch lange. Ich gehe ganz kurz hier looten. Nebenbei. Oh, der wackelt aber auch ganz schön doll rum.
Sehr gut. Richtig. Zündflüssigkeit noch hinzufügen. Nehme ich Kürbis. Einfacher Revolver, nur für die Muni. Aber gleich wieder ablegen. Zack. Danke sehr. Gracias! Gracias! Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback, und zwar von euch.